Da hinten ist der Eingang, Leute, zu einer Kaufland-Filiale. Und bei Kaufland gibt es gerade eine Spinnrute für 40 Euro im Angebot. Die werde ich für euch natürlich testen. Am liebsten natürlich mit einem dicken Hecht. Dazu kommen wir aber später. Als erstes müssen wir uns eine Route aussuchen, gucken, was es an Zubehör gibt. Deswegen würde ich sagen, rein da. Prospekt habe ich auch. Ich habe schon mal reingeguckt. Ich zeige euch mal, was uns da so erwartet. Angebot ist begrenzt, aber Carbon Spin 240, 30 mm Schnur, also eine Rute mit Rolle für 39 Euro. Ein Wobbler Set gibt es auch noch für 5,99 €. Also das ganze Set kostet uns jetzt so 45, 46 Euro. Der Kollege ist auf jeden Fall schon mal im richtigen Dresscode. Petri Heil wünscht er. Mal gucken, ich bin gespannt. Kaufland, ja eigentlich von der Quali mal gar nicht so schlecht. Also ich würde jetzt mal so davon ausgehen eigentlich, dass es besser ist als so ein Lidl-Set oder so ein Aldi-Set. Das Snacks noch to go. Ich bin gespannt, Leute. Was sagt ihr? Mal gucken, ob es die überhaupt gibt und ich nicht umsonst hergefahren bin. Die gibt es nämlich nicht in jeder Kaufland-Filiale, sondern irgendwie nur bestimmten. Ich bin in der nächsten Kaufland-Filiale, Leute. Und hier gibt es noch alles, was auch auf dem Flyer war. Perfekt. Auch genau die, die ich haben wollte, 2,40 Meter, 15 bis 45 Gramm, mit einem großen Spinner. Finally. Ich bezahle die mal und dann sehen wir uns gleich im Auto. So, mit O. Kickt euch das Objekt der Begierde an, Leute. Da ist er. 39,99 €. Gestern noch die Box für 6 Euro geholt. Sprich, eine Kombo unter 50 Piepen. Hecht und Zander. Gucken wir mal, ob sie das kann. Leute, ich fahre ans Wasser und werde testen. Dann werden wir ein kleines Unboxing machen, werden uns das ganz genau angucken. Optisch finde ich, sieht die gar nicht so schlecht aus. Die gute alte Carbon Spin. Oder wie heißt sie? Angelset Spin. Jawohl. Geil, Mann. Selten gefreut, eine Kombo so einzuweihen wie die. Leute, ich bin endlich am Wasser. Da im Hintergrund seht ihr den See. Das Bellyboot habe ich schon aufgeblasen, aber bevor es jetzt aufs Wasser geht, nochmal ein riesen Dankeschön an Fishing Clash. Die sind nämlich heutiger Sponsor des Videos. Wer es noch nicht kennt, Fishing Clash ist ein mega realistisches Angelspiel, was ich mir, glaube ich, so vor ca. 4 Jahren runtergeladen habe. Es ist kostenlos für iOS und auch für Android. Bei dem Spiel könnt ihr an Spots auf der ganzen Welt fischen, vom Amazonas über Karibik, am Roten Meer oder auch auf dem Eis. Ihr fangt an den Spots auch nur die Fischarten, die es in Wirklichkeit auch dort gibt. Wenn ich jetzt zum Beispiel ans Rote Meer fahre im Februar, kann ich jetzt schon am Roten Meer angeln und herausfinden, was für Fische mich dort dann im nächsten Jahr erwarten werden. Ihr habt bei dem Spiel eine krasse Artenvielfalt. Es gibt unfassbar viele Fischarten. Die Spots sehen mega geil aus. Vom klaren Wasser, trübes Wasser ist für jeden was dabei. Ihr könnt bei dem Spiel auch zum richtig krassen Tackle-Freak werden. Ihr könnt eure Ausrüstung immer weiter tunen, also krassere Köder, krassere Routen, Rollen und auch Schnüre. Und ihr werdet somit im Spiel natürlich auch zum besseren Angler und könnt natürlich dann auch bei Turnieren, die ihr bei Fishing Clash spielen könnt, richtig oben mitspielen. Ihr könnt, wenn ihr Bock habt, auch euer eigenes Fischerdorf erstellen oder aufbauen und ihr könnt auch einfach gegeneinander antreten. Seit dem letzten Jahr ist Fishing Clash übrigens auch Sponsor der MLF, der Major League Fishing aus den USA und ihr könnt, während das Turnier in Real Life stattfindet, parallel am Smartphone mitzocken und exklusive Preise gewinnen. Folgt dafür am besten einfach Fishing Clash auf Instagram und auf Facebook, um da nichts zu verpassen und immer auf aktuellen Stand zu sein. Ladet ihr jetzt Fishing Clash runter, scanne dafür einfach diesen QR-Code oder klick auf den Link in der Videobeschreibung und bekomme mit dem Code Yoshinator einen 20 Euro gratis Geschenk on top plus die Erstellung eines einzigartigen Avatars. Ihr unterstützt damit natürlich meinen YouTube-Kanal, macht es weiterhin möglich, dass ich für euch kostenlos so geile Videos produzieren kann. Und ja, vielen Dank an Fishing Clash. Für mich geht es jetzt ab aufs Wasser. Da hinten steht mein Belly. Let's go. Ach, herrlich. Leute, ich habe es aus Wasser geschafft. Es sieht traumhaft aus. Ein ganz bisschen Wind, Sonne-Wolken-Mix, T-Shirt-Wetter. Perfekt. Ich werde auch ein geiles Catch-and-Cook machen, falls wir was fangen sollten. Ich habe auch, falls die Kaufland-Route bricht, nochmal zwei Ersatzrouten bei. Eine für Barsch, eine für Hecht. Mal gucken, was wir später brauchen. Ob wir gucken, ob wir rausfinden, auf was die Fische Bock haben. Jetzt gucken wir uns erstmal die Route an. Die gute alte Spin 240. Als erstes haben wir hier so eine Klappkurbel. Zack. Die wird einfach nur rangeklippt. Ja, Route wird zusammengesteckt. 2,40 Meter. 15 bis 45 Gramm. Die Schrift kommt mir bekannt vor. Das sieht ein bisschen aus wie damals bei den Balzerruten.
Was mir sonst noch auffällt, die Ringwicklungen oder der Lack über den Ringwicklungen ist extrem dick. Also ihr habt da wirklich wie so ein Knubbel. Seht ihr das? Echt krass. Von der Aktion her, ja, ist gut, voll in Ordnung. Könnte man zum Zanderangeln nehmen, könnte fürs Hechtangeln nehmen. Ich probiere es heute auf Hecht. In dem Gewässer, wo ich drauf bin, gibt es keine Zander. Beziehungsweise habe ich ihn noch nie eingefangen. Deswegen jetzt erstmal auf Hecht probieren. Und ich lasse gleich den Köder dran, der quasi mitgeliefert wird und der wahrscheinlich laut Kaufland-Team der beste Köder ist. Und zwar der gute alte Spinner. Wir haben hier so einen 5er Spinner, würde ich sagen. Ja, schon ein bisschen schwerer. Kleiner Tipp vom, ja, ich würde mich jetzt mal als Profi bezeichnen, macht diesen Schutz hier ab, sonst gibt es viele Fehlbisse. Farbe, ja, Schockfarben ist jetzt nicht so mein Favorite. Ich stehe mehr auf Kupfer oder Gold. Ein Stahlverfach ist dran, vernünftiger Snap, der sieht in Ordnung aus. Und als Hauptschnur, ja, Mono. Ich denke mal, so eine 35er Mono. Ihr wisst, ich bin eher Fan von geflochtener Schnur. Mono lasse ich für den Roland übrig. Ja, und ich würde sagen, wir machen mal die ersten Würfe. Hakenschoner ab und gib ihm. Ich werde jetzt hier oben nochmal dieses Stück Mono abschneiden, was mir ein bisschen zu doll übersteht. Und dann gucken wir mal, wie der Köder läuft. Ja, vibriert gut. Gut, beim Absinken läuft er nicht. Ist kein Maps-Spinner oder kein Westin D360. Die laufen auch beim Absinken. Dann würde ich sagen, machen wir mal den ersten Wurf. Okay, Rute lädt sich gut auf. Alter. Alter, ist die laut. Bremse läuft vernünftig ab. Aluspule. Alter Schwede, ist die laut. Da ist ordentlich was im Getriebe drin. Da hätten sie mal Kugellager mehr reinmachen können, die Kaufland Boys und Girls. So Leute, mit Spinner habe ich nicht so ein gutes Gefühl. Ich glaube, die Fische stehen einen Ticken tiefer. Deswegen probieren wir mal einen Gummi. Der mir ein bisschen was mitgeliefert. Alter Schwede. Mal gucken, ob das funktioniert, ey. Mal gucken, wie der läuft. Farbe, ja, ist in Ordnung, aber das Ding ist krumm und schief. Ach, der hat den Haken hier drin sogar versteckt. Mit einer Rassel. Boah, ich bin sehr gespannt. Also, Farbe ist okay, schon ganz schön grell. Gucken, ob er läuft. Kaum. Egal. Bisschen tiefer probieren. Ein paar Würfe mit Gummi. Okay, Leute, ich habe nochmal geguckt, was noch so in der Box ist. Ihr wisst ja, mein Lieblingsköder, Ricky the Roach. Geht schon von der Form her in die Richtung. Auch ein Einzelhaken-Drilling unten. Guckt ganz schön nach unten. Ich glaube, den biege ich einfach mal einen Ticken nach oben, den Haken. Ja, so ist besser. Und der hat wenigstens einen geraden Schwanz und der läuft auch deutlich besser. Ist auch eine Farbe, die mir besser gefällt. Ich glaube, ich werde es jetzt erstmal mit dem hier probieren, weil der hier bewegt sich echt gar nicht und das hier hinten verstehe ich gar nicht. Also der verhakt sich doch sofort. Soll es vielleicht so ein bisschen Offset-mäßig sein, aber ne, völlig krumm und schief das Ding. Ich werde es mit dem hier probieren. Da habe ich, glaube ich, ein bisschen mehr Vertrauen drin. Sieht gar nicht so scheiße aus, wenn ich ehrlich bin. Oh, geht. Ich probiere es mal. Keine Ahnung. Rute ist auf jeden Fall krumm. Oh, schöner. Oh, und ab. Fuck. Shit. Abgegangen. Scheiße. Egal. Erster Fisch drauf gewesen. Bin jetzt so eine knappe Dreiviertelstunde am Angeln. Shit. Ja. Man kann halt bei der Mono den Anhieb nicht so geil setzen. Durch die Dehnung schafft das halt leicht, sich abzuschütteln. Ah, bitter. Da war der erste Fisch. Hätte auch eigentlich perfekt so in mein Küchenfenster gepasst. So zwischen 65 und 80 sollte ein Hecht sein, damit er in der Pfanne landet. Schade. Weitermachen. Lässt schon mal auf Gutes hoffen, wenn der erste Biss kam. Der erste Biss ist immer der schwierigste. Den zu verwandeln mit der Rute, ja, habe ich mir schon fast gedacht wegen der Mono, aber weitermachen. Erster Kontakt war da, ich habe die GoPro leider nicht schnell anbekommen, sorry dafür, aber ihr habt es kurz gesehen, war ein geiler Biss, richtig schön, also man hat es richtig geil gemerkt. Beim nächsten seid ihr
mehr live dabei. Fisch? Oh ja. Jetzt habe ich ihn. Jo. Schöner Biss gewesen, Alter. Ich kann echt nicht einschätzen, wie groß der Fisch ist. Er steht auf jeden Fall gerade erstmal. Und jetzt geht er runter. Oh, guck dir mal die Biegekurve an. Ich glaube, er ist nicht so groß, oder? Oh, jetzt springt er gleich. Da springt er gleich. Ui, ist doch vielleicht gar nicht so klein. Oh, schöner. Geil. Yes. Der sieht auch richtig nice aus. Voll weggefaltet, den Köder. Schöne Größe. Und rein mit dem Kopf. Ich komme nicht ran. Yes! Da haben wir den ersten. Ja, also wenn der Fisch größer wird, wenn wir mit der guten alten Kaufland Spin 240, denke ich mal, an unsere Grenzen kommen. Puh, so, ich löse erstmal den Haken von dem Boy da unten. Dann zeige ich euch den mal. Oh, Alter, fuck. Ist er nochmal rausgesprungen. Oh. Alter, das war knapp. Junge, auf dem Bellyboot ist immer mit vernünftigen Fischen schwer zu handeln, sage ich euch. So, meine Zange habe ich, damit die nicht reinfällt, übrigens hier immer an der Strippe. So, wo hat er den Köder? Ah, der zappelt gleich schon wieder. Hängt am Einzelhaken. Oh, der hing gut. Da ist er. Der, ja, möchte gern Ricky the Roach, nenne ich ihn jetzt mal. Und der hat die perfekte Größe. Der hat so, ja, 75. Schöne Filets, schön genährt. Den nehmen wir mit. Und mit dem koche ich uns heute was Schönes, Leute. Der Fisch kann jetzt vernünftig ausbluten. Hab ihn erst betäubt. Dann Kiembogen durchtrennt. Und ihr seht, der kann jetzt wunderbar im Kescher ausbluten. Blutet nicht alles voll. Und ihr seht, ihr braucht nicht tausendmal reinstochern, um das Herz genau zu treffen, sondern ja, Kiembogen. Herzstich gibt es natürlich trotzdem. Müssen wir ja machen. Aber ihr seht, so blutet der Fisch ruckizucki komplett aus. Und ihr habt kein Blut im Fleisch. Perfekt. Oh fuck, da war der Biss. Scheiße. Ja, jo, jo, jo. Ich habe ein. Oh, schönes Ding. Schon gesprungen gerade. Alter, der ist gut. Junge, die Rute ist so soft, ich kann gar nicht richtig Druck aufbauen. Ich will bei dieser Mono auch nicht wirklich Druck aufbauen, aber wenn er einmal springt, springt er meistens auch nochmal ein zweites Mal. Aber ich würde sagen, er könnte. Jo, wieder das Format wie der erste. Alter. Aber eins muss ich sagen, Bremse funktioniert super. Boah, alter Schwede. Boah. Junge. Boah, was ist mit ihm los, Alter? Richtiger Jumper. So, Leute. Der nächste Fisch, ich würde sagen, genau gleich groß wie der erste. Geil. Ich muss euch aber gleich nochmal was gestehen. Ich zeig's euch gleich. Ich kümmere mich jetzt erstmal hier um den Burschen. Und zwar habe ich ein bisschen gecheatet. Ich habe mir einen Ricky the Roach, einen echten angehangen. Weil irgendwie habe ich kein gutes Gefühl. Ich habe jetzt, keine Ahnung, anderthalb Stunden mit dem geangelt, hatte einen Fehlbiss und einen Fisch. Das Ding fünf Minuten dran, direkt einen Fisch bekommen. Da ja der Fokus auf dem Testen der Rute liegt und wir sehen wollen, was die Rute kann und die Köder eher nur so, ja, gucken wir mal, wie die sind, habe ich mir gedacht, ey, komm, wir wollen die Rute testen, wir hängen uns was an, womit wir hundertprozentig was fangen. Daran habe ich Vertrauen und es hat, wie gesagt, keine fünf Minuten gedauert. Und ich hatte jetzt den ersten Hecht auf dem Ricky. Ich werde jetzt noch ein bisschen weiter mit dem Ricky angeln, denn das Ding, ja, produziert einfach verdammt gut viele Bisse und bringt viele Hechte. Außerdem ist er ein bisschen größer, das Wasser ist trüb. Man muss auch ein bisschen in dem trüben Wasser auf den Köder aufmerksam machen. Und das macht der Ricky mit seiner krassen Vibration von links nach rechts und kippeln und wackeln. Und hier, oh, da war gerade ein Fisch an der Oberfläche.
Ich mache weiter. Das war das Zeichen, weiterzumachen. Lässt sich eigentlich auch ganz gut werfen. Also der Ricky wiegt jetzt 53 Gramm. Die Route hat bis 45 angegeben. Puh. Oh, scheiße, da war ein Biss. Ah, fuck. Da hab ich nicht durchbekommen. Habt ihr das gesehen an der Spitze? Es war einmal so. Aber es ist krass, wie die Mono die Bisse schluckt. Das ist echt krass, Mann. Einfach 100 pro Biss. Einmal richtiger Widerstand. Hier hinten sieht man es. Hier hinten hat er reingehackt. Da am Schwanz. Scheiße. Jetzt. Jetzt hängt er aber. Yes. Genau an der gleichen Stelle, wo der Fehlbiss gerade kam. Schöne Kopfstöße. Ah, da war er gerade schon oben. Zeig mal her. Na, zeig dich mal her. Jawohl, wieder ein schöner Hecht. Ricky the Roach, Leute, ist einfach eine Maschine, Mann. Das Ding fängt und fängt und fängt und fängt. Bisschen kleiner als der erste vielleicht. Oh. Alter, sind die heute springfreudig. Die jumpen ohne Ende. Wahnsinn. Schöner Fisch. Auch wieder so knappe 70, würde ich sagen. Geil. So, Freunde, jetzt läuft es doch hier langsam mal. Kaum den Ricky rangemacht. Ja. Erwachen die Hechte und haben richtig Bock, das Ding zu zerfetzen. Und ich kann die Route endlich mal testen. Also, erstes Feedback. Für das Geld in Ordnung. Aber ich glaube, ich würde euch einfach empfehlen, packt irgendwie, dann spart lieber einen Monat länger, bis ihr einen Huni zusammen habt. Geht in den Angelladen, holt euch eine Westin W2. Die gibt es auch so 2,40 Meter, könnt ihr alles Mögliche mitmachen. 2,40 Meter mit, weiß nicht, 40, 50 Gramm. Könnt ihr mit Hecht angeln, könnt ihr mit auf Zander angeln, könnt ihr auch mal auf dem Aal rauslegen, das Ding. Also wirklich ganz easy peasy. Und ja, ich mache jetzt weiter. Viertel vor sechs. Bin gespannt, was so in der Dämmerung kommt. Aber den Ricky lasse ich jetzt erstmal dran und vielleicht mache ich mir später nochmal diesen Grün dran, weil irgendwie will ich damit doch einfangen. Das reizt mich dann irgendwie doch, mit diesem grünen Ding da einzukriegen, ey. Jo, 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 jo. Und der ist besser. Der ist besser. Da hat er schon im Kopf rausgeguckt gerade. Und jetzt ist er gesprungen, aber hängt noch. Da bremsen wir ein bisschen auf. Der zieht bestimmt noch mal runter. Genau. Lass dir Zeit. Ganz in Ruhe. Oh, echt eine sehr weiche Spitze. Seht ihr hinten raus? Geht schon. Ah, der ist besser, der Fisch. Könnte der größte des Tages sein. Zeig dich. Na komm, zeig dich. Oh, zeig dich, jawohl. Das ist ein 80er. Yes. Oh. Jawollo. Schöner Bulle. Der hat doch seine 80. Ordentlich schwer hier. Jetzt macht es richtig Bock, wo die Hechte Bock haben. Geil, Mann. Richtig geil. Okay, Leute. Jetzt hänge ich den Grün ran. Na, wo ist er? Da ist er. Der kommt ran, ein bisschen beschwert. Ich fische hier so an der Kante, wo es so runter auf 10 Meter geht. Die werfe ich immer so ab. Da ist überall Kleinfisch oben und dann lasse ich ihn da runtergleiten. Der läuft und da lasse ich jetzt den Grün runter. Mal gucken, ob der auch Bisse produziert. Was an der Rute und an der Schnur echt auffällt, man muss sich mega konzentrieren, weil ich habe schon 3-4 Bisse gar nicht mitbekommen, so, wo ich dann im Endeffekt gedacht habe, war das jetzt ein Biss? Schon zigmal angeschlagen, weil bei jedem bisschen Kraut und jedem kleinen Weißfisch, der die Schnur oder den Köder berührt, haue ich an, weil ja, so ein Biss, der wird halt echt weggeschluckt von dieser Dehnung aus der Monofilen. Ist echt krass, also wenn ich das vergleiche und hier mit meiner anderen, mit der geflochtenen Angel, wie da manchmal die Bisse kommen, das reißt mir fast die Rute aus der Hand. Also wenn ihr Raubfisch angeln geht, hängt euch auf jeden Fall geflochtene Schnur auf die Rolle oder spult euch geflochtene Schnur auf die Rolle. Yes. Leute, ich habe einen auf den hässlichen Barsch.
auf diesen hässlichen Köder habe ich doch tatsächlich jetzt noch einen gekriegt. Anderthalb Stunden ohne Biss. Jetzt hängt er. Yes. Muss er nur noch hängen bleiben. Der hat so kleine Drillinge, der Köder. Ich hatte schon überlegt, ob ich die Drillinge abmache, aber der Hecht soll eine Chance kriegen. Ja, der kleinste des Tages. Der kleinste des Tages, aber trotzdem schöner Fisch. Ein kleiner Springer. So, und an welchem Haken hängt er? Ach, an dem da unten, okay. Die sind echt nicht scharf, die Haken. Na Leute, hier der nächste Fisch. Der kleinste des Tages. Der ist wirklich süß, ein kleiner Krauthecht. Da schnell wieder rein, der ist zu klein. Yes, Mann, geschafft. Abgehakt. Den Fisch und noch diesen hässlichen Köder. Jetzt, Leute, fehlt nur noch der Spinner. Den mache ich mir als nächstes ran. Ich bin jetzt schon happy, aber wenn ich mit dem jetzt noch schaffe, einen Fisch zu fangen, Junge. Ja. Jetzt wird's flach, Leute. Hier kommt das Kraut schon hoch. Genau das richtige Einsatzgebiet für den Spinner. Leute, es ist herrlich. Was für ein geiler Abend. Vorhin ganz schön windig gewesen, aber jetzt wirklich komplett spiegelglatt. Richtig nice, Mann. Ich habe jetzt gerade, ich glaube, anderthalb Stunden mit dem Spinner durchgezogen. Ich hatte nicht einen einzigen Kontakt. Bisschen Krautkontakt hatte ich, aber sonst gar nichts. Swirig, ganz schön swirig. Ich habe mal wieder Bock, einen Fisch zu fangen. Ich glaube, ich mache mir nochmal einen Ricky the Roach ran. Und dann werde ich mal an die Schilfkante fahren und vielleicht ein bisschen auf Barsch angeln. Mal gucken, ob ich da irgendwie einen schönen Spot finde. Wenn nicht, ist es trotzdem schön, weil, wie gesagt, zieht euch das Wetter rein. Die Sonne gibt alles. Oh, herrlicher Abend auf dem Wasser. So kann man den Tag auf jeden Fall ausklingen lassen. Leute, ein Barsch. Geil, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Einmal kurz gedacht, ich fahre ins Schilf und probiere ein paar Würfe auf Barsch. Kein Riese. Aber Anfang ist gemacht. Mal gucken, wo einer sind. Sind ja auch mehrere. Geil. Ah, da hinten geht die Sonne unter, Leute. Geilen Sonnenuntergang gerade noch gehabt. Barsch hatten keinen Bock mehr, aber halb so wild. Ja, ein bisschen Farbe bekommen. Ist aber auch das rote Licht. Bin ich ehrlich. Barsch hatten keinen Bock mehr, aber halb so wild. Ich hatte einen richtig geilen Angeltag, hat richtig Bock gemacht. Schöne 6 Stunden auf dem Wasser gewesen, 7 Stunden jetzt. Ganz schön Knete. Jetzt einpacken, ab nach Hause. Morgen gibt es den Hecht, gibt ein geiles Hecht-Catching, guckt. Also bleibt auf jeden Fall dran hier. Leute, ich habe ein kleines Problem und zwar habe ich meine Tüte vergessen. Und bevor ich den Hecht jetzt in meinen Kofferraum schmeiße, wurde doch zu der guten alten New Central 2,40 Meter Spin so ein tolles Futteral mitgeliefert. Es muss passen. Sonst muss ich den an der Schnur hinterm Auto herziehen und er ist am Ende geschuppt. Oh. Das scheint das mal nicht, das passt sogar. Ja, einen großen Kopf. Ja, vielleicht muss ich ihn noch ausnehmen. Bogen im Weg. Ja. Na, komm schon. Ja, wunderbar. Nice. Oder was sagt ihr? So. Schöne Hechthandtasche hier. So Leute, einen Tag später. Eigentlich wollte ich es draußen machen, allerdings regnet es. Es gibt Fisch, und zwar Hechtbuletten. Hier haben wir den wunderschönen Hecht. Den werde ich jetzt erstmal filetieren. Leider habe ich keinen Fleischwolf, deswegen muss es mit dem Messer geschehen. Und hier sind unsere Zutaten eigentlich relativ simpel. Wir haben Toastbrot, wir haben frischen Dill, wir haben Eier
zwei Zehen Knoblauch, eine gute Schale Zwiebeln, ein bisschen Semmelbröseln, Schnittlauch, ein paar Gewürze und ein bisschen Öl. So, nebenbei köchelt schon mal unsere Beilage. Einmal gibt es Buttermöhrchen, da sind jetzt einfach ja, Mohrrüben in Scheiben geschnitten mit ein bisschen Salz und Zucker, jeweils so einen Esslöffel und ein paar Flocken Butter. Ein guter Schluck Wasser, dass sie so ja, zur Hälfte bedeckt sind. Und hier kochen schon die Kartoffeln fürs Kartoffelpüree. Ich werde jetzt den Hecht filetieren und dann sehen wir uns gleich wieder. Hätten wir jetzt einen Fleischwolf, dann wären so ein paar kleine Gräten egal. Aber haben wir nicht. Deswegen müssen wir den Hecht filetieren. Ich habe schon mal ein Video gemacht, findet in der Videobeschreibung, wo ich zeige, wie ihr einen Hecht komplett grätenfrei filetiert. Erstmal das Rückenfilet runter. Zack. Sieht dann so aus, ist so gut wie komplett grätenfrei. Manchmal habt ihr hier noch so ein paar kleine Spitzen in der Mitte. Die könnt ihr einfach, wenn ihr hier einen kleinen, feinen Schnitt am Ende, wenn ihr es von der Haut gezogen habt, macht, super rausnehmen. Dann geht es weiter mit den Schwanzstücken. Die sind auch grätenfrei. Da schneidet ihr auch für der Rückenflosse im 90-Grad-Winkel einmal nach unten. Dreht das Messer um 90 Grad und schneidet euch gleich euer Hechtfilet runter. Ihr könnt es hier gleich überklappen und direkt von der Haut schneiden und tappt dann rucki zucki das zweite Hechtfilet. Sieht dann so aus. Das gleiche macht ihr auf der Rückseite auch. Und dann haben wir noch hier die Linie, wo die Y-Gräten verlaufen. Da schneidet ihr ganz knapp dran vorbei. Einmal runter. Ihr merkt dann auch an der Messerspitze, wenn ihr ein feines Filetiermesser habt, merkt ihr die Gräten. An diesen Gräten schneidet ihr dann lang und dann schneidet ihr hier nochmal den Bauchlappen runter. Okay, Fisch ist filetiert. Guckt euch das mal an. Das hier war dieses Rückenstück. Hier in der Mitte habt ihr diese, ihr hört es, ganz leicht so ein paar Gräten noch. Deswegen, kleiner Tipp, schneidet es quasi hier runter und schält es dann, wie so, hebelt es so raus. Macht sich sowieso besser, weil das so ein bisschen gebogen ist. Dann habt ihr so ein richtig schönes Rückenfilet. Hier haben wir jetzt die Schwanzstücken, die sind auch nochmal, die sehen eigentlich so aus, in der Mitte den Streifen leicht rausgeschnitten, hier die Bauchstücken. Das wird jetzt alles mit dem Messer ganz klein gehackt und dann kommen die weiteren Zutaten ins Spiel. So, hier jetzt der klein gehackte Fisch ist nicht alles, ist ein bisschen was übrig geblieben, aber reicht, weil ja, so viel mache ich nicht, den Rest brate ich einfach ganz normal und esse den einen anderen Tag. So, wir machen jetzt die Masse und dafür geben wir mal ordentlich Zwiebeln rein hier in den Spaß. Dann geben wir für ein bisschen Konsistenz nochmal ordentlich Toastbrot rein. Das kann man natürlich dann, wenn man die Konsistenz hat, die man möchte, alles noch mal so ein bisschen ja, tun und nachkippen die Menge. Ich mache jetzt mal hier 4 Esslöffel davon noch. Dann ein paar frische Kräuter. Ich habe hier Schnittlauch. Die Leute, die Petersilie mögen, können sich natürlich auch Petersilie reinmachen. Hassig. Wir haben frisch geschnittenen Dill. Der passt zu Fisch immer gut. Brauchen wir allerdings noch ein bisschen was für die Buttermöhrchen. Ei. Hauen wir einfach mal 2 Eier rein, würde ich sagen. Dann als nächstes haben wir noch einen Schluck Sahne. Hecht ja eher ein bisschen trocken und wir brauchen noch ein bisschen Flüssigkeit für Paniermehl und Toast. Deswegen guter Schluck Sahne. Und dann habe ich hier von Klausi, Fischers Klausi, ist ein Fischgewürz. Ja, ist ein bisschen Estragon drin, Salz, ein bisschen Chili, aber nicht scharf. Und davon machen wir nochmal so ein Esslöffel geht noch. 3,5 Esslöffel rein und jetzt noch ein bisschen Knoblauch und dann wird das Ganze vermengt. Und wir gucken mal, wie die Konsistenz ist und können dann nochmal so ein bisschen nachjustieren.
Und jetzt wird vermengt. Jawohl. Okay, ich merke schon, wir haben relativ viel Flüssigkeit, aber wenn man es ein bisschen ziehen lässt, saugt das Toastbrot und das Paniermehl noch mal ordentlich was auf. Deswegen nicht zu früh das Ganze schon nachjustieren mit den ganzen weiteren Sachen. Ja, wir kriegen hier eine schöne Konsistenz hin. Wie gesagt, man kann es auch mal 2-3 Minuten stehen lassen, dann zieht es noch mal so ein bisschen die Flüssigkeit auf. Und das, was ich gerade meinte, wenn ihr guckt, ne, wir haben jetzt schon eine ganz gute Masse. Sieht doch eigentlich schon ganz gut aus. Ich würde sagen, es war ein ganz gutes Augenmaß. Ich habe es jetzt auch, wie gesagt, echt nur nach Augenmaß gemacht. Ich habe jetzt auch nicht irgendein Rezept genommen, was ich irgendwo her kenne oder schon gemacht habe. Ich habe es einfach so ein bisschen Freestyle gemacht. Mich ein bisschen daran erinnert, wie das Rezept damals war, als ich mit Klausi die Hechtburger gemacht habe. Aber ich würde sagen, ich bin schon eigentlich ganz zufrieden. Guckt euch das mal an. Sieht doch schon ganz lecker aus. Ich werde die jetzt nicht in eine Panade hauen. Ich werde die vielleicht einfach nur so ein bisschen mit Semmelbröseln von außen einmal panieren oder einmal durchgleiten lassen. Aber ich mache jetzt keine Ei-Mehl-Panade. Aber von der Konsistenz her gefällt mir das. Vielleicht noch ein bisschen Toastbrot rein. Wobei, eigentlich ist es schon nice. Die werden jetzt geformt und dann kommen sie in die heiße Pfanne. Ich bin echt gespannt, wie das wird. So sieht es doch schon mal ganz nice aus hier. In der Pfanne wird jetzt Rapsöl heiß. Hier hinten haben wir unsere gekochten Kartoffeln. Da kommt jetzt ein guter Schluck Milch rein. Ordentliches Stück Butter, Salz, Pfeffer und natürlich ein bisschen Muskatnuss. Und hier vorne kommt gleich noch ein bisschen Dill rein, noch mal ein kleines Stück Butter. Und dann sind die Möhrchen auch schon zart. So, die Pfanne ist heiß. Schwimmen sie wieder. Zauberhaft. Passt auch genau rein in die Pfanne hier. So. So Leute, Essen ist angerichtet. Die Kinder sind schon fleißig am Essen. Ich hoffe, euch schmeckt's. Pustest du, weil es heiß ist? Sehr schön. Leute, ich bin sehr gespannt. Ich habe es noch nie gegessen. Die sehen goldig-braun aus. Ich muss sagen, sieht schon sehr nice aus. Schön saftig. Ich habe jetzt auch extra darauf geachtet, dass sie nicht zu lange drin sind. Taste Test. Wenn ihr es macht, macht ein bisschen weniger Salz dran. Ich habe ganz schön viel dran, aber noch so, dass man es genießen kann. Schmeckt lecker. Schmeckt sehr gut. Gerade die Zwiebeln und so. Perfekt. Also das kann man auf jeden Fall, kann ich euch sehr empfehlen. Würde ich sagen, mit eins der besten Gerichte, die ich mit Hecht so gemacht habe. Hechtnuggets schmecken auch gut, aber ich glaube, das löst die Hechtnuggets ab. Macht es nach, Leute. Wenn ihr das macht, verlinkt mich gerne. Gerade auch bei dem letzten Video, bei dem Focaccia, habe ich richtig viele Nachrichten bekommen von euch, dass ihr es nachgemacht habt. Ja, schmeckt richtig gut anscheinend. Vielen Dank nochmal an Fishing Clash. Denkt dran, wenn ihr euch Fishing Clash runterladet, nutzt auf jeden Fall den Geschenkcode Yoshinator für ein geiles Geschenk. Und natürlich die Erstellung des Avatars. Link, wie gesagt, findet ihr in der Videobeschreibung oder ihr scannt den QR-Code. Ich hau mir das jetzt rein. Legt die Kamera beiseite. Danke fürs Einschalten, Leute. Lasst dem Kanal ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao. Wirklich richtig lecker, oder? Ja, wirklich. Mhm. Kein Scheiß. Hab nicht gelogen. Übrigens, Leute, alkoholfrei. Nicht vor Kindern Alkohol trinken hier. Papa trinkt Apfelschorle, ne?